Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video der DMG Kreativwerkstatt. Ich zeige euch heute, wie man ein Halsband mit diesem Rautenmuster herstellt. So, ich habe mich entschieden, das was hier außen blau ist, wird Farbe Gold gemacht. Das was außen gelb ist, nehme ich in Burgundi. Das was hier so rot verläuft, dafür nehme ich das Gold Diamond. Und alles was schwarz ist, nehme ich das Nachtleuchtende, das Vollnachtleuchtende. Ich habe hier, damit das Ganze noch ein bisschen edler wirkt, einen Metallverschluss in Silber, Größe M. Und ein Edelstahlring in der Größe 25 x 4 mm. So, dann fangen wir mal an, das Cord nach und nach zu sortieren und einzufädeln. Ein bisschen Platz schaffen. Dann nehmen wir jetzt das Goldene, fangen damit an. Links reinführen, auf gut 80 cm von oben reinführen, auf gut 80 cm, was von unten rauskommt, nach unten ziehen und links rausschmeißen, den Rest. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Burgundi, aber genau andersrum. Wir würden das Ganze 6 Meter. Ja. Das führen wir nämlich von unten ein. Das Goldene legen wir mal so ein bisschen. Das linke Goldene, das kurze legen wir ein bisschen so nach links raus. Ziehen das auch von unten rein auf 80 cm. Und der innere, der bleibt in der Mitte liegen, bildet dann den Rest, gut 5,20 Meter. Dasselbe machen wir mit dem anderen Burgundi. Erstmal entwirbeln das Ganze wieder. So. Ziehen das da von unten rein, gut 80 cm lang, das obere, und legen uns das in die Mitte. Und die beiden, nach da die kurzen, das Burgundi kurz von der rechten Seite her gesehen. Nach rechts ein wenig raus und dann nehmen wir uns das andere Goldene und da führen wir wieder von oben ein, sehr wichtig, und ziehen das 80 cm oder gut 80 cm gleich mit dem Burgundi. Kontrollieren wir nochmal die kurzen Enden, dass die alle ungefähr gleich sind. Ziehen nach. Und sortieren das. Und dann legen wir das Goldene von der rechten Seite nach rechts raus. Die beiden langen Burgundi-Stränge schön in der Mitte liegen lassen. Die kurzen Gold und Burgundi links und rechts raussortieren. So, und dann hat man hier schön alles sortiert. Dann nehmen wir unser Gold Diamond, suchen uns da die Mitte von den 6 Metern.
lässt. Einmal nach hinten raus. Und ziehen die 6 Meter, knapp 5 Meter Burgundi einmal durch. Das am Ende das durchgezogen haben, das Gold Diamond. Unter den beiden Strängen in der Mitte liegt. Mal ein bisschen ran. Hier sieht man das schön, unter den beiden durchgezogen quasi. So, gehen wir wieder ein bisschen hoch. Sortieren das Ganze wieder, die kurzen Stränge, immer wichtig, dieses Sortieren, dann kommt man schnell durcheinander, habe ich gemerkt. So, jetzt haben wir die erste Vorbereitung fertig, jetzt können wir anfangen. Und zwar nehmen wir jetzt das rechte goldene. Ende. Nehmen die beiden, ich nenne sie 4 Stränge, nehmen wir hoch, schieben das einmal unten drunter durch. Einmal so unten drunter durch und über alles andere drüber weg. Und ziehen das einmal komplett nach links rüber, das rechte. So, und das Ganze machen wir jetzt mit dem linken goldenen genauso. Einmal unter die 4 Stränge drunter durch, über alles andere drüber weg und nach rechts rausziehen. Jetzt unsere schönen 2 Schlaufen. Dann nehmen wir die mittleren. Einmal das linke Burgundi in der Mitte rausnehmen. Und das führen wir dann hier über die Kreuzung quasi drüber weg, durch die Schlaufe durch und nach links raus. Das ganze Gewirr hier. So. Und das rechte Burgundi machen wir genau dasselbe. Dann nehmen wir uns wieder das Ende, schieben das hier über die Kreuzung drüber weg, durch die Schlaufe durch und ab nach rechts draußen. Das Ganze wie folgt aus. Ich zoome mal ein bisschen ran. Hier sieht man das schön. Das Burgundi aus der Mitte. Über die Kreuzung drüber. Und
links raus, durch die Schlaufe durch. So, jetzt können wir das ein bisschen anziehen, das Goldene ein bisschen, den Burgundi. Und bevor wir jetzt den Knoten hier endgültig festziehen, nehmen wir uns die vierte Farbe, hier in dem Fall ist Nachtleuchtend. Und ziehen das hier einmal so durch. Und auch wieder die Mitte suchen. Die Mitte gefunden hat, dann legt man die erstmal wieder, nicht verknoten hier, das wäre doof, wieder so ein bisschen beiseite, das Nachtleuchtende, das kommt noch zum Einsatz quasi, so. Ja, dann ziehen wir. Dann nehmen wir uns jetzt hier die Gold Diamond Enden. Gold Diamond nehmen wir uns, ziehen die von innen, also die. Der Hauptstrang läuft innen, das Ende ziehen wir, ziehen wir nach außen. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, genau dasselbe. Und so, dann haben wir hier, das ziehen wir dann einfach da unter diese beiden hier durch nach außen hin. So, das war der erste Schritt. Und jetzt können wir das hier alles ein bisschen festziehen. Das Ganze nach und nach, Schritt für Schritt, damit auch alles dahin kommt, wo es hingehört. Das Weiße legen wir noch nach unten. Ja. Das brauchen wir gleich von unten noch. Ziehen wir das Diamond schön fest. Dann haben wir unsere Führstränge. Den halten wir kurz fest und dann können wir das Burgundi nachziehen. Vier Stränge in der Hand nehmen. Das Burgundi anständig nachziehen. Ein bisschen rotieren das Ganze. Da. Und schon ist der erste Knoten quasi geschafft. Das sieht man hier schön. Das Gold Diamond liegt schön in der Mitte. Ja, und jetzt geht das weiter. Wir sortieren uns wieder. Wir nehmen die vier Stränge, ziehen die schön einmal nach außen hin. Dann nehmen wir die Burgundi.
ziehen wir es wieder nach innen. Und da alle anderen durch. Nach innen. So. Haben wir wieder außen. Die Führstränge straffen wir wieder hier. Schön zur Seite hin. Das macht leuchtend ein bisschen verändern. Das muss natürlich. Unter die. So. So, wenn ihr es dann auch so weit habt, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar nehmen wir jetzt wieder das rechte goldene. Führen es wieder unter diese Führstränge drunter durch, über die anderen auf der linken Seite auch drüber. Dann nehmen wir das rechte. Unten drunter wieder hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite oben drüber. Dann haben wir hier wieder unsere beiden schönen Schlaufen, wo wir dann das Burgundi wieder durchschieben. So, hier wieder über die Kreuzung drüber, durch die Schlaufe durch und schön alles wieder durchziehen. Das andere auf der rechten Seite auch über die rechte Kreuzung durch die rechte Schlaufe durch und nach rechts rausführen. So, dann kommt jetzt das Knifflige. Wir holen uns hier in dem Falle das Nachtleuchtende, also die mittlere Farbe, nach innen. Und legen die zwischen das Gold Diamond sortiert sich alles nachher noch schön. Ziehen wir hier wieder ein bisschen an, das Goldene und so weiter. Dann nehmen wir das rechte Gold Diamond hier. Legen das hier wieder gerade rüber und gehen rechts
daran vorbei und ziehen das wieder einmal komplett durch. Und umso weniger Band nachher ist, umso einfacher ist das nachher mit dem Durchziehen. Das ist ein Riesenwirrwarr bei knapp 36 Meter Band, die hier rumfliegen. Dann nehmen wir das linke. Auch wieder oben drüber und nach links raus. So, dann ziehen wir das Ganze wieder fest. Machen dasselbe nochmal mit dem leuchtend alles. Also durchziehen. Und dann ziehen wir das Ganze einmal fest wieder. Dann müsste es bei euch auch so ungefähr aussehen. Man kann den Anfang schon gut erkennen, würde ich sagen. So. Dann sortieren wir wieder das Burgundi, das hier links rausgeht, ziehen wir uns wieder komplett in die Mitte. Die vier Stränge werden wir uns wieder so leicht. Außen hin und dann fangen wir wieder an. Nehmen wir uns das Ende von dem goldenen, von der rechten Seite. Wir führen das wieder unter die vier Stränge durch, über die anderen drüber. Legen wir uns wieder eine schöne Schlaufe. Dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Schlaufe wieder. Ja, zack. Einmal unten drunter durch und über den Rest drüber und durchziehen.
schön schlaufen. Dann nehmen wir das mittlere Burgundi. Gehen hier wieder über die Kreuzung drüber, durch die Schlaufe durch und nach links raus. Dann das rechte Burgundi runterziehen, so über die rechte Kreuzung, durch die Schlaufe wieder durch und einmal komplett von rechts rausziehen. Sieht das wieder wie folgt aus. Dann nehmen wir unser linke Gold Diamond, legen das hier wieder drüber in der Mitte und gehen noch einmal nach außen rechts, links raus. So. Ziehen das durch. Dann nehmen wir uns den linken macht's leuchtend. Gehen auch wieder über die Mitte, einmal links raus. Und ziehen das schön durch. Nehmen wir uns das rechte nachts leuchtend, gehen nach rechts raus, ziehen das einmal durch, dann nehmen wir uns das rechte Gold Diamond. Und ziehen das auch einmal an der rechten Seite vorbei. Einmal komplett durchziehen. Und dann kann man schon wieder alles nach und nach festziehen. Verdreht hier. Schön sortieren kann. Ja, besser sortieren kann. So. Kann das ruhig anständig festziehen. Das ist sehr locker eigentlich. Das Muster. Man kann sehr schön biegen, wenn es fertig ist. So, das war jetzt der Anfang und in dem zweiten Teil zeige ich euch, wie die Raute weitergeht.